Eine kurze Erholung und jetzt wackelt schon wieder alles, nicht nur der DAX, sondern auch die Wall Street. Wie geht es weiter? Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Mein Gast heute hat schon vor 4 Wochen gesagt, wir kriegen Ärger. Und ein wichtiger Punkt dabei ist der starke Dollar, der oft mit Schwäche am Aktienmarkt einhergeht. Wird jetzt der Dollar noch stärker, könnte es noch mehr Ärger am Aktienmarkt bedeuten. Aber auf der anderen Seite würden ja beispielsweise europäische Firmen besser ihre Produkte auf den Weltmärkten absetzen können. Also Sie sehen, die Analyse ist nicht so ganz einfach. Robert Redfeld ist der Wellenreiter und ihn schrecken komplizierte Analysen nicht. Sie spornen ihn an. Und das wollen wir heute gleich einmal austesten. Nämlich, wir beginnen mit dem Dollar. Und da Sie ja etwas unkonventionell denken, bringen Sie uns einen Medienindikator mit. So nach dem Motto, was auf der ersten Seite der großen Magazine steht, ist etwas, was vielleicht an der Börse genau umgekehrt umgesetzt wird. Und wir sehen hier den Spiegel. Superdollar und Dollarsturzflug. So war das vor ein paar Jahren. Was sagt uns ein solcher Medienindikator? Wir sind in einer, zwischen dem Dollar und dem Euro gibt es ja ein Wechselbad der Gefühle über die langen Jahre. Mal ist der Dollar auf den Titelblättern als der große Superman hier. Das war 1985 auf dem Hochpunkt. Auf dem Tiefpunkt im November 2007, Dollarsturzflug hier abgebildet. Die Medien haben also eine relativ gute Hand dabei, die emotionalen Stimmungen so zu nutzen, dass wenn der Dollar sehr, sehr stark ist, dass er dann auch aufs Titelbild kommt, aber dann haben wir gleichzeitig auch fast schon ein Hoch. Inspiriert hat mich eine Aussage auf US-Seiten letztens, wo schon wieder zu hören war, King Dollar Rules, also der König Dollar regiert hier. Und man hat den Eindruck, dass wir schon wieder in die Nähe dieses Hypes hier geraten. Aber die deutschen Medien haben das Thema noch nicht aufgegriffen, zumindest nicht in dem Stile, dass man sagen kann, da kann man dann schon eine Handlungsempfehlung ableiten. Lassen Sie uns jetzt mal auf den Dollarindex gucken, also der Dollar im Verhältnis zu verschiedenen anderen Währungen. Und da können wir ja natürlich am Ende hier sehen, das ist jetzt ein bisschen stärker, aber hat noch nichts mit den einzigen Höhen zu tun. Ja, wir haben noch keine großen Ausmaße hier erreicht, wie hier oben 1985 oder auch das Tief hier im Jahr 2007, das ist richtig. Wir bewegen uns hier allerdings aus einer engen Formation heraus. Sollte der Ausbruch hier nach oben gelingen über die 90-Punkte-Marke im handelsgewichteten Dollar, Sie sagten es ja schon, da sind verschiedene Währungen dann abgebildet, hier je nach Handelsgewichtung, sollten wir hier diese 90-Punkte-Marke überwinden können, dann würde der Dollar noch weiter steigen. Aber wir sehen im Moment durchaus auch medial Anhaltspunkte eben, dass wir zunächst einmal hier an eine gewisse Grenze laufen, die der Dollar dann doch zunächst einmal nicht überschreiten sollte. Das wären ja bezogen jetzt wieder auf den Euro, die 1,20 Dollar normalerweise, die als ganz große, starke Unterstützung gilt. Also da kann der Euro gerne nochmal runterfallen auf diese Marke. Ja. Wir wollen das Ganze nochmal ein bisschen weiter drehen und wir haben jetzt hier den Dollar zum Yen. Der Yen neigt zur Schwäche, wie der Euro. Sollte er, und das mögen die Japaner ja. Das mögen die Japaner schon seit Jahren und das hat ja auch in Japan eine gewisse Renaissance eingeleitet, zumindest im Nikkei-Index, auch wenn das mehr oder weniger währungsbedingt war, der Anstieg des Nikkei. Aber wir haben hier im Dollar-Yen, ich habe es eingezeichnet, an der 110-Punkte-Marke eine rote Linie und diese Linie ist ein charttechnischer Widerstand und an dieser Linie befindet sich der Dollar-Yen jetzt momentan genau. In den vergangenen 2 bis 3 Wochen hat er eigentlich fast unbemerkt medial an der Linie keine Fortschritte mehr gemacht. Also der Dollar wird nicht gegen den Yen im Moment nicht mehr stärker, nur noch gegenüber dem Euro. Mhm. Und das bedeutet schon, dass auch diese Linie nicht überschritten werden sollte das im Moment. Das wäre ja, jetzt beginne ich Sie zu interpretieren, vielleicht ein Zeichen dafür, dass das mit der Aktienschwäche gar nicht so schlimm wird, weil der Dollar doch nicht so stark wird, wie alle jetzt hoffen oder analysieren. Der Dollar hat schon wahrscheinlich eine gewisse Schmerzen bisher im Markt, in den Märkten verursacht, das ist richtig. Mhm. Er wird das zeitversetzt wohl auch noch tun. Mhm. Allerdings ist es natürlich so, wenn der US-Dollar hier an dieser Stelle drehen würde, komplett drehen würde, dann hätte es in der Tat
mittelfristig positive Aussichten für die Aktienmärkte. Das ist richtig, ja. Ja, aber es geht natürlich noch um eine ganze Reihe von anderen Faktoren. Das müssen wir uns mal angucken. Sie haben uns den Halbleiterindex mitgebracht. Die Halbleiter sind ja generell, die Branche gilt als hochzyklisch und extrem konjunktursensibel. Und wir haben ja Konjunkturnachrichten aus der Eurozone, die alles andere als erfreulich sind, während in den USA das ja noch einigermaßen robust aussieht. Was sagt uns der Halbleiterindex? Ja, es geht genau um diesen Zyklus, um dieses etwas Versetzte der USA zu Europa. Da kann man hier ganz gut schon erkennen, dass im Halbleiterindex ist hier im September, Mitte September zu einem Fehlausbruch nach oben kam. Die Halbleiter haben die Rallye angeführt, gemeinsam im Übrigen mit den Biotech-Aktien. Beide sehr stark gelaufen, beide ein Gradmesser für Risiko. Und wenn jetzt an dieser Stelle zum ersten Mal seit längerer Zeit Fehlausbrüche auftreten, zumindest im Halbleiterindex und auch bei den Biotechs, lässt sich so etwas erahnen, dann ist es für uns ein Zeichen dafür, dass das Risiko des smarten Geldes sozusagen zurückgenommen wird und dass man hier versucht, zurückzunehmen, in Cash zu gehen, und dadurch werden die Märkte natürlich nicht steigen, sondern sie werden eher dann vorsichtig agieren, die Marktteilnehmer. Ja, auch. Also gut, vorsichtig ist ja nicht unbedingt schlimm. Die Frage ist nur, ob daraus dann eine richtige starke Abwärtsbewegung werden könnte. Sie hatten vor 4 Wochen ja angesprochen, dass die amerikanischen Small Caps sich nicht besonders gut entwickeln, dass die schon zum größten Teil unterhalb der 200-Tage-Linie notieren, was ja eben in verschiedenen Indikatoren als Gradmesser dafür gilt, ob eine Osse noch intakt ist oder ob da sowas wie eine Bässe beginnt. Jetzt haben wir hier den Russell 2000 nochmal. So, das sieht ja im Augenblick nach einer gepflegten, sagen wir mal, Konsolidierung und Seitwärtsbewegung aus. Und der S&P-Index ist auch noch in seinem schönen Trendkanal. Wie ist das Ganze im Augenblick zu beurteilen mit den amerikanischen Werten, die ja dann wieder Leitindex für Europa spielen können? Genau, also der US-Nebenwerteindex Russell 2000, ich hatte ihn beim letzten Mal schon gezeigt, hatte damals eine bedenkliche Topping-Formation aus meiner Sicht ausgebildet. Noch nicht ganz vollendet, allerdings ein Hoch im März und im Juni, schönes Doppeltop. Ein niedrigeres Hoch hier auf der rechten Seite ist wunderbar zu erkennen. Und jetzt sitzen wir sozusagen direkt an dieser extrem wichtigen Unterstützung. Das ist hier die Marke bei 1080 Punkten. Die wurde in der vergangenen Woche getestet zum dritten Mal insgesamt. Der Bounce von dieser Marke war allerdings schwach schon am Freitag, wo die Märkte sehr stark dann nochmal nach oben gezogen sind, wo ja unser Markt geschlossen war in Deutschland. Schon dort sind die Nebenwerte nicht mehr so stark nach oben gezogen. Und jetzt am Montag gab es wieder eine deutliche relative Schwäche der Nebenwerte. Wir entnehmen daraus, dass die Gefahr, dass hier diese Linie gebrochen wird mit einer vollendeten Topping-Formation, das sehr, in der Tat sehr groß ist. Und diese Nebenwerte laufen dem allgemeinen Markt dann voraus. In anderen Worten, sollte hier etwas passieren, wird auch der S&P 500, der Dow und auch der DAX, die werden nicht ungeschoren davonkommen. Ja gut, der sitzt ja auch auf seinem Aufwärtstrendkanal auf der unteren Linie. Also das heißt, wenn da jetzt ein Schub nach unten kommt, könnte da auch irgendwas gebrochen werden. Wenn Sie das jetzt nochmal auf die gesamte Kursentwicklung jetzt spiegeln, dann könnte es bedeuten, also Amerika, da ist jetzt, sagen wir mal, ein bisschen die Luft raus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das dürfte dann ja nach der alten Regel, wenn Amerika hustet, bekommt Europa einen Schnupfen, dann in Europa möglicherweise zu zusätzlicher Belastung und zusätzlichem Schub nach unten führen. Ja, vielleicht sollte man es andersherum formulieren. Wir hatten in der Tat vorauslaufend schon relative Schwäche in Europa. Auch Asien läuft nicht mehr so, außer Shanghai im Moment, aber Asien läuft auch nicht mehr so besonders gut. Brasilien lief in der Zwischenzeit auch nicht mehr besonders gut. Wichtig an dieser Stelle ist Folgendes. Die USA haben sich auch dank des eingebildeten oder auch tatsächlichen starken Dollars, die Amerikaner sehr stolz sind, Amerika hat sich sehr lange bis zum Ende quasi gut, sehr gut gehalten, auch konjunkturell gut gehalten. Die Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag bekamen,
hatten, so hatte ich den Eindruck, war nochmal so ein interner Hype, der die Amerikaner nochmal bestätigt hat in ihrer Sicherheit, dass nichts anbrennt. Ja. Aber solche Höhepunkte sind häufig dann auch Drehpunkte und wir haben das an den Aktienmärkten gesehen. So, was könnte uns denn vielleicht noch ein bisschen Freude bereiten? Ihre Lieblingsgrafik, dass Sie immer das Verhalten der Dow Jones, des Dow Jones Index und in Wahlperioden versuchen zu analysieren. Danach sehe ich doch hier, dass wir eigentlich noch was Gutes vor uns haben. Richtig, also es gibt den Vergleich mit den Zwischenwahljahren, in dem wir uns jetzt befinden. Es gibt aber auch den Vergleich mit den Viererjahren. Ich habe einmal den Verlaufsgleich mit den Viererjahren, also 2004, 2014, mitgebracht. Da ist es tatsächlich so, dass im Vorfeld einer US-Wahl, und wir haben ja wieder eine Kongresswahl Anfang November, die Aktienkurse dann steigen. Ja. Sie ziehen an von etwa 25., 26. Ja. Oktober bis um den 10. November herum. So, halten wir fest. Im Augenblick sieht es nicht gut aus, aber ab Ende Oktober kriegen wir wieder Dampf. Ja, so klare Aussage. Herzlichen Dank für Ihre Aussagen, meine Damen und Herren. Also, es sieht nicht ganz so hoffnungslos aus, wenn diese Zwischenwahljahre mit Kongresswahlen dann stimmen. Also Sie können sich raussuchen, was Sie möchten. Im Augenblick haben wir eindeutig ein paar Schwächezeichen, aber der Oktober hat ja auch gerade erst begonnen. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.